Servus. Wie heißt er? Robert. Martin Robert. Robert, wie kommt man auf die Idee, so einen tollen Cocktail-Roboter zu machen? Idee? Das liegt in der Robo-Exotika. Eine der Kategorien ist Cocktail-Mixen. Und da habe ich gedacht, der Mojito ist der beste Cocktail, dann mache ich eine Maschine dafür. Und so ist der Mojito-Bot entstanden? Robo-Mojito. Okay, ja. Jetzt? Jetzt, ja. Entschuldigung. Robomochi heißt der. Robomochi. Okay. Ist das dein erster Roboter von der, für die Robozotika oder hast du schon mehrere gemacht? So aufwendig ist der erste. Okay. Also. Kommt gerade drauf. Man hört jetzt meine Fragen nicht. Hast du doch du die Kamera? Ja. Okay. Stunden hast du reingesteckt in die Kreation von dieser Maschine? Circa. Ist nicht gut, kann man nicht sehen. Ja. Das Prototyp bauen. Aber das macht so Spaß, dass du das nicht gemacht hast, damit du das Geld verdienst, sondern damit du eine Maschine hast. Ja, ich glaube, Geld verdienen kann man das eher Geld investieren. Ja, ja. Kannst du sagen, wie viel du an Geld reingesteckt hast in die Maschine? Schwierig, ja. Ja. Das gibt man jedes Jahr immer ja. Wieder. Okay. Hast du schon abgelangt, dass Leute die Maschine kaufen wollten oder mieten? Nein. Nein. Das ist glaube ich nicht gehabt hast mit deinem Automaten. Gibt es mal wieder.